seid wach. Ich nehme an, dass ihr laufen könnt. Nehmt mir diese Fesseln ab und ich zeige euch, wozu ich fähig bin. Ihr befindet euch jetzt im Herzen unseres Imperiums. Ich versichere euch, dass eine Flucht unmöglich ist, selbst wenn ihr an mir vorbeikommen würdet. Kommt mit. Was für ein Imperium soll das sein? Das ewige Imperium, Sakul. Was? Sagt schwul? Ihr wusstet nicht einmal, in wessen Gebiet ihr eindringt? Wir sind nirgendwo eingedrungen. Wir haben nach jemandem gesucht. In einem vollbewaffneten Schlachtschiff? Ich sagte nicht, dass wir einen Freund gesucht haben. Was erhofft ihr, durch unsere Gefangennahme zu erreichen? Ich habe Fragen. Ihr liefert mir die Antworten. Wir erzählen euch gar nichts. Ihr müsst nicht sprechen, um mir die Antworten zu geben, die ich brauche. Prinz Arkan, letzte Andock-Sequenz eingeleitet. Wir haben die Aufzeichnungen eures Schiffscomputers sichergestellt. Oder was davon übrig war. Eine faszinierende Lektüre. Ihr seid nur eine Person. Ein Krimineller, wenn ich das richtig beurteile. Und doch habt ihr einen galaxisweiten Krieg beeinflusst. Beeindruckend. Lasst euch nicht davon beeindrucken, was ich in der Vergangenheit getan habe. Angst machen sollte euch nur, was ich noch tun werde. Ja, wir werden bald wissen, wozu ihr wirklich fähig seid. Prinz Arkan? Heskal, wartet ihr immer noch auf die Katastrophe, die ihr und eure Erben vorhergesagt haben? Ihr könnt die Ohren vor dem Flüstern des Schicksals verschließen, mein Prinz. Aber ihr werdet es niemals zum Schweigen bringen. Vielleicht reicht es ja, euch zum Schweigen zu bringen. Nervt jemand anderen mit eurem Aberglauben, Heskal. Ihr werdet hier nicht gebraucht. Ist das der Grund, warum ihr uns hergebracht habt? Damit wir zuhören, wie ihr euch mit Wahrsagern herumplagt? Kommt mit. Ihr bringt uns zu eurem Meister. Ich bringe euch zu meinem Vater. Valkorion, der unsterbliche Imperator von Sakul. Ein Imperator? Genau das, was wir suchen. Ihr werdet hier nicht finden, wonach ihr sucht. So, das heißt ja erstmal herzlich willkommen zum zweiten Part von der kleinen Super-Special-Überraschung, die ich ja halt gerade so mache. Ey, was läufst du an mir vorbei, du Arschloch? Ich red mit dir. Jo, darf mal. Was hast du dazu?
seine ruhmreiche Majestät, unsterblicher Meister und Beschützer von Sakul, Imperator Valkorion. Willkommen. Ein neuer Name. Ein neues Gesicht. Das reicht nicht, um sich vor uns zu verstecken. Ma? Ich würde seine Präsenz überall spüren. Der Sith-Imperator. Wir haben euch gejagt. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Euer Imperator hat euch mit uns betrogen und jede Menge Leute getötet, auch seine eigenen. Die anhaltende Stille im Verlauf unserer Geschichte. Das hier war eure Ablenkung? Das hier war mein Ziel. Alles andere nur Mittel zum Zweck. Ihr behauptet nur, wegen mir hierher gekommen zu sein. Hier bin ich. Was wollt ihr? Ihr manipuliert ganze Zivilisationen, verursacht jahrzehntelange Kriege, löscht jegliches Leben auf Siost aus und flieht dann. Ihr werdet mir sagen, warum. Werde ich das? Ihr sagt, ihr kennt mich. Wenn das stimmt, kennt ihr auch das wahre Ausmaß meiner Macht. Was immer ihr hier erreichen wolltet, tief in eurem Inneren wisst ihr, dass ihr es nicht schaffen werdet. Aber ihr müsst nicht gegen mich kämpfen. Ihr könnt auch niederknien. Ich werde nie wieder vor euch knien. Ihr würdet eher sterben, als meine Überlegenheit anzuerkennen. Ihr seid es, der den Tod fürchtet, Valkorion. Ich nicht. Ich werde nicht niederknien. Räumt den Raum! Alle raus! Warum schickt ihr eure neuen Anhänger fort? Dürfen sie etwa nicht alles hören? Sie sind nicht wie wir. In all meinen Jahrhunderten habt nur ihr meine ganze Aufmerksamkeit verdient. Ihr drückt der Galaxis mit jeder eurer Taten euren Stempel auf. So wie ich. Seht euch um. Sakul ist auf dem Weg, zur größten Zivilisation zu werden, die es je in der Galaxis gegeben hat. Ich habe dieses Imperium geschaffen, um alle meine bisherigen Werke zu übertreffen. Es wird die Ewigkeit überdauern. Der ewige Thron kommandiert eine Flotte, die alles bisher Dagewesene übertrifft. Sie hat die Macht, die Galaxis zu jedem Bildnis zu formen, das ich wähle. Das wir wählen. Ich werde das alles mit euch teilen. Ihr müsst nur niederknien. Ich habe selbst gesehen, zu was ihr imstande seid. Wenn meine Wahl der Tod oder ein Anteil an eurer Macht ist, ich bin dabei. Glücklich schätzen, Fremdling. Ich habe Jahre gekämpft, alles geopfert, selbst das Leben meines Bruders, um eine solche Einladung zu bekommen.
Ihr habt das vollbracht, was ich nicht konnte. Und nun tue ich, was ihr nicht konntet. Du hast deinen letzten Fehler begangen, Vater. Die Zeit wird es zeigen. Der Fremdling hat unseren Imperator getötet. Bringt ihn weg. Das war doch nicht ich, das war du, du Arschloch. Ich bin unschuldig. Glatzkopf, ich bin unschuldig. Bewohner, kommt her, hört mir zu. Auch ihr dürft zuhören. Bewohner von Sakul, das Undenkbare ist passiert. Unser geliebter Imperator Valkorion ist tot. Ermordet von einem Fremdling, der die Grundfesten unserer großartigen Gesellschaft erschüttern will. Der Attentäter wird umgehend der Gerechtigkeit zugeführt werden. Wir werden eine angemessene Antwort auf diesen Akt grundloser Aggression geben. Als neuer Imperator kann ich euch eines versprechen. Die Feinde von Sakul werden die ganze Macht des ewigen Throns zu spüren bekommen. Sie werden für ihre Kriegstreiberei bezahlen. Und auch die letzte Kernwelt wird brennen. So, und das machen wir jetzt hier Pause und sagen wir bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat der zweite Teil von dem Special gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Ganze hier abonnieren, kommentieren und dann natürlich auch liken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.